Willkommen zum heutigen Yoga Snack, wo wir uns auf die Kräftigung unserer Körpermitte fokussieren. Nur 5 Übungen, kurz, funktionell und wirksam. Wir starten heute im Sitzen. Knie zur Brust anziehen, den Oberkörper leicht nach hinten schieben, Rücken nicht rund machen, die Wirbelsäule bleibt gerade, Füße anheben, Balance finden und dann strecken wir die Arme nach vorne. Eine Variante von Bootposition. Rücken gerade, Knie aktiv zur Brust ziehen. Weiter atmen. Einatmen und beim Ausatmen legen wir uns auf den Rücken. Die ganze Wirbelsäule auf der Matte. Knie im rechten Winkel. Wir aktivieren Bauchmuskeln so, dass wir unteren Rücken in die Matte drücken. Hände an Oberschenkel. Wir drücken Hände gegen Oberschenkel und die Oberschenkel gegen Hände. Fließend durch die Nase atmen. Einatmen und beim Ausatmen verbinden wir Hände unter dem Kopf. Wir strecken Beine nach oben zur Decke. Kopf anheben. Linkes Bein zum Boden bringen, über der Matte halten. Wir nehmen Kopf nach rechts und wir strecken linken Arm. Wir strecken uns lang in linke Hand. Die Position so halten. Einatmen, beim Ausatmen, linke Hand hinter dem Kopf, Kopf zurück in die Mitte, linkes Bein nach oben. Einatmen, ausatmen, rechtes Bein Richtung Boden, über dem Boden halten, Kopf nach links nehmen und wir strecken den rechten Arm. Einatmen, beim Ausatmen, rechte Hand hinter dem Kopf, Kopf zurück in die Mitte, rechtes Bein nach oben. Einatmen, nun beim Ausatmen, Kopf auf der Matte, entspannen. Arme am Körper, Handflächen auf dem Boden, Knie beugen, Knie im rechten Winkel, Knie bleiben immer im rechten Winkel. Babyfüße, die Zehenspitzen strecken. Und jetzt nur mit dem rechten Fuß so zum Boden, jupp. Und dann wieder zurück, linken Fuß zum Boden und wieder zurück, Knie im rechten Winkel. Es ist nicht diese Bewegung, wo wir die Knie beugen, Bauchmuskeln arbeiten. Und wenn wir diese Übung im Griff haben und wir wollen ein bisschen mehr für den Bauch, dann beide Füße, Knie zusammen und wir bringen beide Füße so zum Boden. Vorsicht, dass wir unsere Rücken nicht anheben.
Noch zweimal so. Knie zur Brust entspannen, Arme über dem Kopf strecken, Beine auf der Matte strecken, den ganzen Körper strecken, einatmen. Und beim Ausatmen rollen wir uns die Beine Seite auf den Bauch in unsere letzte Pose, blanke Position auf den Unterarm. Ellbogen unter den Schultern, Blick zwischen die Unterarme, wo nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Körpermitte aktiv, Atem fließt. Wir können hier diese Position natürlich variieren, dass Knie auf der Matte sind. Einatmen und beim Ausatmen langsam Knie ab der Matte und wir kommen in einen Beckbodensitz. Das war's heute. Falls du Zeit und Lust hast auf mehr, dann empfehle ich diesen tollen Flow für den Bauch.